Herzlich willkommen zum zweiten Towercast. Hier ist Dennis Mipiel von WeTower.de und hier ist Erik Sof, auch von WeTower.de, beziehungsweise auch PocketTower.de. Dieser Towercast entsteht jetzt ein bisschen spontan. Eigentlich haben wir geplant, erst den zweiten Towercast nach der Gamescom zu machen. Aber Dennis und ich hatten gerade so Bock drauf, dass wir uns dachten, setzen wir uns mal ran. Genau, weil wir haben auch einiges zu berichten, denn neben der Nintendo Wii News Welt und Handheld Welt wollen wir euch auch eine kleine Berichterstattung, was ich noch vor der Gamescom mitteilen, weil es kamen auch noch viele News raus. Ja, genau. Und apropos News, natürlich wollen wir euch auch noch die wichtigsten News der letzten Wochen nochmal kurz aufzeigen. Genau, weil das ist auch quasi schon ein System unseres neuen Towercasts. Wir haben uns echt während einer Nacht zusammengehockt und haben uns überlegt, wie wir euch die zukünftigen Towercasts präsentieren können. Und haben auch ein schönes Konzept bearbeitet. Jetzt kriegt ihr vielleicht gerade mal die Hälfte des Konzeptes in diesem Towercast mit. Aber spätestens ab dem dritten wird quasi ein interaktiver Podcast noch erscheinen. Genau, apropos interaktiv. Da das Ganze jetzt ein bisschen spontaner ist, konnten wir jetzt auch leider den Vorschlag mit der starken Einbindung der Community nicht ganz so sehr nutzen, wie wir wollten. Aber wir haben gerade so noch ein bisschen was machen können und das werdet ihr dann aber nachher sehen. Genau. Hören. Ja, genau. So, damit kommen wir dann auch zu unserer ersten Rubrik News. Ja, in den letzten Wochen ist einiges in der Newswelt passiert. Aber erstmal fangen wir mit den News von WeTower.de an. Ja, da haben wir auch schon die erste News, denn Satoru Iwata meinte wieder mal, dass keine Preissenkung für die Wii geplant wäre, denn man setzt immer noch auf den Wii Vitality Sensor, denn man möchte gerne ein quasi Killer-App-Spiel rausbringen, was diese Hardware unterstützen wird und was auch die Wii weiterhin pushen wird. Tja, bloß, um was handelt sich dieses Spiel mit dem Wii Vitality Sensor? Iwata meinte in einer News mal, dass quasi dieses Projekt wieder was mit Erholung zu tun haben wird. Also sowas ähnliches wie Wii Fit. Man nutzt also, sagen wir so, dieses Zubehör jeden Tag und damit werden quasi Daten ausgewertet. Und die sieht man dann wiederum auf den eigenen Bildschirm. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, was Nintendo vorhaben wird, aber ich denke mal, es wird irgendwas mit dem Blutdruck zu tun haben. Ja, ich als Gamer frage mich jetzt aber, was interessiert mich mein Blutdruck? Also, ich meine, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, guten Tag, ich würde gern meinen Blutdruck messen lassen, dann weiß ich nicht. Dann ist das sinnvoller für mich, als wenn ich mich vor die Wii setze und da meinen Blutdruck messen lasse. Ich weiß nicht. Ja klar, aber du musst ja bedenken, Iwata sagt nicht umsonst, also die wollen ja deswegen keine Preissenkung der Hardware machen, weil die wissen ganz genau, dass sie damit wieder die Non-Gamer oder Casual-Gamer mit an Bord ziehen werden. Und das, guck mal, die wissen ganz genau, dass die Core-Gamer sich sowas nicht kaufen werden. Ja, genau. Zum Beispiel ältere Leute würden sich sowas holen. Oder ja, wahrscheinlich. Die haben ja auch das Bowling geliebt. Genau, aber ich denke mal nicht, dass das ein Grund sein wird, sich eine Wii zu holen, weil ich finde, Wii Sports oder Wii Sports Resort oder Wii Fit sind immer noch die einzigen Gründe. Vor allem Wii Fit ist für die Casual-Gamer momentan immer noch sehr aktuell. Ich habe eine Freundin, die hat sich Wii Fit gekauft, wollte es unbedingt haben, hat sich das dann gekauft und hat es 2 Tage gespielt oder so und das war's dann. Ja, das war den meisten, das ist aber wieder ein anderes Thema. Ja, das stimmt allerdings. Gut, dann kommen wir auch zu einer anderen News von WeTower. Also letztens hat Nintendo uns eine Pressemitteilung zukommen lassen. Diese besagte, dass die ersten 5000 Besitzer von der Metroid Prime Trilogie, die aber auch bereits nur einen Teil dieser Trilogie besitzen, zum Beispiel jetzt den ersten und zweiten Teil für den GameCube oder dritten Teil für Wii und diesen quasi die Trilogie, den Trilogieteil dann auf den Sternenkatalog registrieren, kriegen quasi den Klassiker Metroid für das NES, für die Virtual-Konsole gratis dazu. Coole Sache. Ich persönlich habe ja das alte Metroid nie gespielt und wenn ich jetzt Besitzer von einem der Spiele wäre, fände ich das, glaube ich, ziemlich cool. Ja, also ich habe es damals mal bei einem Freund angespielt. Das war, glaube ich, der hatte den ersten oder zweiten Teil für den GameCube gehabt und ich glaube, das war bei Echoes, bei Metroid Prime 2. Da konnte man, wenn man das Spiel durchgespielt hat, Metroid, den ersten Teil quasi nochmal kostenlos, also
hat man dazu gepackt bekommen, konnte man auch durchspielen. Ja, dann bringt mir doch eigentlich gar nichts, wenn ich den zweiten Teil schon hab, dass ich mir dann ja, klar, aber ich denk, das nochmal geschenkt bekomme. Ich denke mal, Nintendo hat das dann raus gemacht. Ja, ich, in der Trilogie dann wahrscheinlich, aber wenn ich mir jetzt angenommen den zweiten Teil hab, dann bringt's mir ja nichts, wenn ich das registrieren lasse und mir das dann nochmal auf die Wii runterladen kann. Also ich weiß nicht, ob es so krasse Sammelfans gibt, die dann das Spiel unbedingt doppelt haben möchten. Ich persönlich habe ja in der Sega Collection Restar gehabt und hab's dann nochmal für die Wii runtergeladen. Mhm. Zero Mission hat das, glaube ich, auch gehabt mit Metroid, wenn ich mich recht erinnere. Das weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall die ersten 5000 Spieler, die das Spiel quasi quasi im Club Nintendo registrieren, erhalten den Klassiker umsonst. Was vielleicht in der Vita-Community zum Aufschreien gebracht hat, ist quasi oder waren quasi die neuesten Peripherie-Skizzen von Nintendo. Erik, möchtest du vielleicht etwas dazu erzählen? Nun ja, bei diesen Skizzen ging es um ein merkwürdiges Gerät, was aussieht, als müsste man sich draufsetzen und also es ist eine Art kleiner Sitzhügel, in welchen man die Wiimote einfach hineinlegt und als was, für welche Art von Spielen man es nutzen kann, weiß ich ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, wahrscheinlich eher für eine Reitperipherie wird es sein, damit man Spiele wie My Horse Life jetzt ja, endlich Sterne. Auch in absolut super super realistischen Spielgefühl spielen kann. Ich meine, man muss sich dann bloß noch einen Stern auf die Stirn malen und man ist in Horse Life. So denke ich zumindest, wird es sein. Als was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht für Autorennen könnte es noch genutzt werden. Aber da, auch selbst da kann ich mir es nicht wirklich vorstellen. Also was Nintendo da mit uns vorhat, ist mir schleierhaft. Ja, ich denke mal, das kann sich niemals im europäischen oder amerikanischen Markt durchsetzen. Das wird bestimmt nur was für verrückte Japaner ja, sein. Ja, das ist genauso wie Muscle Marsh. Wahrscheinlich auch was Verrücktes. Ich meine, wer setzt sich denn auf so ein Ding? Das ist, ich weiß nicht. Nicht mal, also für mich wäre es nichts. Es gibt sicherlich Leute, die sowas gerne machen wollen, aber ne. Sonst lieber eine Peripherie zum Tätowieren geben, kann man so einen schönen Stern auf die Stirn tätowieren und dann kann man perfekt... We Tattoo. Genau, We Tattoo. Das wäre es doch mal so in Trauma Center Style. Ja, schon eigentlich. Ja. Das ist eine Marktlücke. Nintendo, hört uns zu. Genau, macht das, was wir sagen. Gut, das war's dann mit den News von Vitao.de, die eigentlich am wichtigsten waren in der letzten oder in der letzten Woche. Und jetzt kommt eigentlich Erik mit den Pocketower.de News dran. Ja, ich habe dann auch noch ein bisschen was zu erzählen. Denn quasi super brandaktuell wurde jetzt Pokémon Heart Gold und Soul Silver für Amerika angekündigt. Ich meine, natürlich war es klar, dass es früher oder später so eine Nachricht kommen wird, aber wann genau das Spiel nun erscheinen sollte, wusste man ja jetzt noch nicht. Viele haben es ja ungefähr auf Frühling nächsten Jahres geschätzt und sie liegen damit vollkommen richtig, denn Nintendo gab bekannt, dass die beiden Remakes von Pokémon Silber und Gold jetzt Anfang nächsten Jahres in Amerika erscheinen werden. Was meinst du denn, Dennis? Wann erscheinen die Spiele denn bei uns? Also, wenn Nintendo echt eine Überraschung hinlegen will, werden sie jetzt sogar auf der kommenden Gamescom die beiden Titel ankündigen für Europa mit Termin. Weil ich meine, viel übersetzen brauchen sie ja sowieso nicht. Ich meine, es ist ja ein Remake und die meisten Texte wurden ja damals für den Gameboy gemacht. Ja, ich denke, die werden da sicherlich alles komplett neu machen. Vielleicht bestimmt auch die ganzen Texte neu. Ja, mal schauen. Ich meine, die Übersetzung war ja schon bei den damaligen Pokémon-Titeln nicht schlecht. Ja, das stimmt allerdings. Und ich denke mal, das meiste werden sie übernehmen. Ich meine, es gibt ja viele neuere Sachen. Da müssen sie natürlich wieder nachhaken. Aber ich denke mal, das wird nicht so lange dauern wie bei Pokémon Perle oder Pokémon... Ja. Ja, ich hoffe es mal. Weil ich bin verdammt heiß auf die Spiele. Ich auch. Besonders mit Online-Modus und so. Und, oh. Ja. So, dann auch ist jetzt endlich das Flipnote für den Nintendo DSi erschienen. Ich besitze leider keinen, aber... du hast doch einen, hast du es jetzt schon runtergeladen? Ja, ich habe es mir gleich am Freitag heruntergeladen. Ich habe mich zwar jetzt nicht so viel damit beschäftigt, aber man kann damit schon viele Sachen machen. Was mich selber ziemlich angeregt hat, ist, dass man zum Beispiel, da gibt es auch einen Online-Modus und da können quasi User, die ihre eigene Zeichnung oder Animation erstellt haben, quasi publizieren auf diesen Markt, sag ich mal. Und die können sich andere User anschauen und sogar kommentieren. Also man muss sich nur auf so einer Webseite... Ja, irgendwie Hamati oder so. Hamati,
oder so, ja. Irgendwie sowas. Muss sich registrieren und dann kann man auch Comments abgeben. Und das wundert mich ein bisschen, weil Nintendo das sowas zulässt, weil so Comments, na, da kann also man... Schon mehr, also ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen. Daniel zeigte mir ein paar Sachen, zum Beispiel eine Art, nicht Remake, sondern Nachbildung des Intros von Pokémon Rot. Das war richtig cool, das sah echt 1:1 aus. Also was da manche schon hingezaubert haben, ist echt beeindruckend. Also ich hab mich auch selber mal daran probiert und ich muss sagen, das ist richtig schwer. Also da muss man echt schon künstlerisch begabt sein. Ja. Und das bin ich leider nicht. Ja, ich auch nicht so ganz. Ich will so. Das nie können. Klar. So, und dann haben wir noch für die Disney- und Rollenspiel-Fans unter euch noch eine wunderbare News. Denn Square Enix hat jetzt endlich einen Release-Termin für Kingdom Hearts 358 Two Days bekannt gegeben. Und zwar wird das Spiel am 9.10.2009, also diesen Jahres, bei uns in die Läden kommen. Das ist, glaube ich, eins der Spiele, über die ich mich sofort hermachen werde, weil ich liebe Kingdom Hearts abgöttisch. Naja, Disney-Figuren in einem King... Ich weiß nicht. Ja, ich habe auch... Ich war anfangs skeptisch, aber es fügt sich echt super zusammen und macht verdammt viel Spaß. Und ich finde auch persönlich, man merkt nicht so viel von dem Disney-Zeug, weil es ist halt schon größtenteils Square Enix. Also man mehr Square Enix-Flair als Disney. Meiner Meinung zumindest nach. Hm. Na, mal sehen, wie das sich verkaufen wird. Ich denke mal, in Japan war es ja natürlich ein... In Japan war es ein absoluter Knaller. Also waren, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen mehrere hunderttausend Stück sind da über die Ladentische gegangen. Und ob es jetzt in Europa so sein wird, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es da auch einige Fans gibt, die sich da drauf stürzen werden. Ja, gut, das war es jetzt mit den News. Und jetzt wollen wir auch zu unserem Thema, beziehungsweise ist nicht mehr das Thema, das geht jetzt eigentlich nur mehr um die Vorberichterstattung der Gamescom. Ja, am Mittwoch, dem 19. August, beginnt zumindest erstmal nur für die Presse, die Gamescom in Köln. Am 20. schließlich dann auch für die Privatbesucher. Europas größte Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung. Im August 2009 beginnt für Gamer, Händler und Aussteller eine neuere Ära in Köln. Die Gamescom öffnet zum ersten Mal ihre Pforten. Als Spielemesse, Gamesfestival und Businessplattform lockt sie zum Staunen, Kontakte knüpfen, ausprobieren und feiern. Nahezu 400 Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren ihre Neuheiten aus dem Bereich der interaktiven Unterhaltung Elektronik. Zahlreiche Computerspiele als Welt- und Europapremieren warten nur darauf, getestet zu werden. Das schreibt zumindest die Gamescom.de-Webseite. Das ist ja interessant. Wird es denn auch so sein? Das werden wir dann sehen. Und bin sehr gespannt. Und im dritten Towercast. Aber natürlich wollen wir euch jetzt nicht nur das jetzt hier vorleiern, sondern haben euch auch quasi schon die News vor der Gamescom schon herausgesucht. Die ganzen Lineups von den Publishern und die Pressekonferenzen, da das ja auch nicht gerade unwichtig ist. Denn ihr wollt ja bestimmt auch wissen, was ihr vielleicht auf der Gamescom zu sehen bekommt. Genau. Ich bin auch sehr gespannt auf einige Titel, die uns die verschiedenen Publisher so zeigen werden. Doch bevor wir euch das ganze Line-Up von den ganzen Publishern runterleiern, bla bla bla, wollen wir euch kurz die Pressekonferenzen erzählen, wann die stattfinden werden. Und wer eine für die Presse abhält. Genau, zumindest halt für die Presse, aber ich meine, wir werden ja von einigen dabei sein. Genau, und von euch da berichten. Genau. Anfangen wird Sony schon am Dienstag. Termin ist um 19 Uhr. Eigentlich war geplant, dass die Pressekonferenz von 18 bis 21 Uhr gehen sollte, also genau 3 Stunden. Doch Sony hat das jetzt gegenüber eines jetzt anderes Magazins das mal dementiert und gesagt, dass die Pressekonferenz nur 1 Stunde gehen soll. Ob da auch die PS3 Slim enthüllt wird, werden wir ja sehen, aber meine persönliche Meinung, ich denke schon. Ja, ich denke auch. Vor allem bin ich ja sehr gespannt auf die PSP Go, ob sie die vorstellen werden, ob sie die auch näher mal zeigen werden oder so. Das wird zu 100% sein. Ja, ich denke schon. Auf der E3 haben sie es ja auch gemacht und es würde mich sehr wundern, wenn sie es jetzt nicht machen würden. Wäre ja auch ziemlich blöd. Ja, auch ziemlich blöd für die Gamescom, weil die brauchen jetzt auch, müssen sich jetzt erstmal einen Namen machen. Ja. Am Mittwoch wird um 9 Uhr das Pressefrühstück von Electronic Arts stattfinden. Da werden sie ihre
Da werden sie ihre ganze Neuheiten für die ganzen Konsolen und was weiß ich zeigen. Oder werden wir auch sehen, was wir da zu sehen bekommen. Auf jeden Fall haben wir auch mit EA einen Termin. Das heißt, wir werden auch einige aktuelle Neuheiten anspielen dürfen. Darunter auch Dead Space Extraction. Ja. Dann um 12 Uhr wird Konami ihre Pressekonferenz halten. Da werden Chris und Janine dabei sein. Vielleicht auch der Erik, wenn er Lust hat. Klar, immer doch. Und ja, und die werden halt auch vieles Neues zu Pro Evolution zeigen, Silent Hill und The Calling. Gut Glück, aber ich bin optimistisch, ja, bestimmt, dass sie zeigen werden. Und auch berühmte Stars werden darunter sein, wie zum Beispiel der Metal Gear Entwickler. Hideo Kojima. Genau. Ja. Dann um 13 Uhr fängt die Pressekonferenz von Koch Media und Deep Silver an, die bestimmt erstmal ihr Casual-Line-Up zeigen werden. Ja, so den ganzen Kram, wie ich gehe meinen Hund füttern und... So. Aber was interessant sein dürfte, die werden bestimmt auch einige Spiele, auch einige Square Enix-Spiele zeigen, denn Koch Media publisht ja immer noch die Spiele von Square Enix, auch wenn sie jetzt mit Eidos vereint sind. Richtig. So unter anderem auch Final Fantasy DC, ja. Gehe ich zumindest genau. Von aus. 100%. Ich denke mal, die werden es nicht nehmen lassen. Ja. Erscheint ja schließlich auch bald. Genau. Und dann neben eigentlich Electronic Arts und Activision Blizzard gibt es jetzt auch einen neuen Publish-Riesen, sage ich jetzt mal, oder Großunternehmen, Namco Bandai Partners, die unter anderem jetzt auch Atari aufgekauft haben. Die halten um 16 Uhr ihre Pressekonferenz und die haben auch schon weltneue Ankündigungen versprochen und ja, da sind wir auch mal gespannt, was die uns präsentieren werden. Dann um 17 Uhr Bethesda Softworks. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja klar, ich denke schon. Genau, denn die wollen auch ein paar Wii-Titel zeigen, zumindest einen Wheelspin, das ist ein Racer. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts jetzt gerade auf die Schnelle. Ja, was ich aber interessant finde, damals meinten die sogar noch, ja, wir brauchen nicht für die Wii entwickeln, blöde Plattform. Ach, und jetzt bringen sie selber Spiele raus. Aber naja. Das ist, wenn man auf den großen Zug aufspringen möchte und noch Geld verdienen möchte. Tja. Oder weil sie einfach entdeckt haben, was für eine wunderschöne Konsole die Wii eigentlich ist und deswegen jetzt die Wii unterstützen möchten. Ich würde sagen, das klingt schöner, wenn wir das so sehen. Genau. Dann um 18.30 Uhr fängt dann die Gamescom offiziell mit der Eröffnungsfeier an. Und das wollte ich jetzt nochmal so erwähnen. Weil das ist ja auch interessant. Gibt es eigentlich dieses Jahr auch wieder so ein Orchester, wie die letzten Jahre immer, so ein Videospielorchester? Nein, aber es soll ein Konzert von den Toten Hosen geben, auch mit anderen Bands. Oh. Und dann noch so ein Club mit einem DJ oder so, habe ich zumindest bei einer Gamescom-Folge mal gesehen auf YouTube. Der Gamescom, die Gamescom-Disco. Wo dann so ganz viele Nerds beieinander stehen und zu Videospiel-Musik irgendwie tanzen oder so. Oder die ganzen Cosplayer, die am Samstag versuchen, den Rekord zu holen. Ja, aber das finde ich, glaube ich, wird vielleicht nicht ganz klappen, aber ich drücke die Daumen. Mit Sonic-Kostüm, Disco. Ja, genau. Gib mir die Ringe. Tja, dann kommen wir mal zum Line-Up. Ja, genau. Fangen wir doch mit Capcom an. Capcom zeigt scheinbar nur 3 Spiele für die Wii. Dafür sind die aber umso pompöser und hitkräftiger als alles andere. Nein, also Monster Hunter 3 zeigt man von Capcom zum Beispiel, worauf ich ziemlich gespannt bin. Ich habe bisher noch nicht viel Monster Hunter gespielt. Für die PSP habe ich mal angespielt von einem Freund. Das fand es ganz gut, aber die Ladezeiten haben ziemlich gestört. Wenn das bei der Wii-Version nicht mehr so ist, wird uns auf jeden Fall ein richtig großer Knaller erwarten. Also ich habe ja selber noch nicht mal Monster Hunter gespielt, überhaupt irgendein Teil. Und was der Daniel von Ravioli, also der Craggy, gezeigt hat, das spricht mich irgendwie auch nicht so an, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das Spiel ziemlich overhyped, also ziemlich überhyped. Ja, das ist, entweder, ich finde so ein Monster ist eins dieser Spiele, was man entweder liebt oder hasst. Oder es einfach nicht interessiert. Ich glaube, ich gehöre mehr zu der Letzten. Tut mir leid, Lisa. Ja, das kann passieren. Ansonsten zeigt man von Capcom auch Spyworks und das verdammt lang ersehnte und gewünschte Tatsunoko
Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars. Puh, langer Titel. Was wahrscheinlich den Nandino am meisten interessieren wird. Ja, der wird dahin rennen wie ein Bekloppter. Ja, auf jeden Fall werden auch zu diesem Titel auch Hands-Ons folgen. Diese Titel werden wir auch hundertprozentig anspielen. Ich meine, die könnt ihr natürlich auch anspielen, wenn genau. ihr dort seid. Also ich kann es nur jedem empfehlen, die Gelegenheit auch zu nutzen. Teilweise wird man wahrscheinlich für solche Titel ewig anstehen müssen, aber es lohnt sich. Denke ich mal. Videos und Berichte werden folgen auf Vita. Genau. So, das war das Line-Up von Capcom. Kommen wir doch zu dem Line-Up von Square Enix. Square Enix hat natürlich auch ein sehr, sehr großes Line-Up parat, denn die zeigen als allerersten Titel Pony Friends 2. Wow, Pony Friends! Yay! Ohne Scheiß, wenn es da Sterne gibt, ne, dann wird dann das noch das besser kaufen. Zu Hause. Also, das ist echt total imbernis. Das ist einfach nur unglaublich, was Square Enix uns da wieder präsentiert. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach so unglaublich. Kommen die zu reden. Ja. Also Dennis, dann müssen wir wirklich unbedingt hingehen und eine Runde spielen. Ja, ja klar, ich meine, das gibt bestimmt. Das Geilste ist, da wird keiner anstehen. Das heißt, wir können den ganzen Tag spielen. Das wird keiner spielen wollen, weil keiner weiß, wie unglaublich toll es ist. Ja. Ja, aber kommen wir jetzt wirklich zu den richtig guten Spielen, wie zum Beispiel das lang ersehnte Final Fantasy Crystal Chronicles, The Crystal Beerus? Beerus. Final Fantasy, das neue Final Fantasy Crystal Chronicles natürlich, also für die Wii. Was ein bisschen anders sein wird als die bisherigen Crystal Chronicles Teile, die ich bisher nicht so mochte. Aber das interessiert mich jetzt schon, das Neue. Ich bin sehr gespannt. Und wurde da nicht sogar Wii Motion Plus Unterstützung angekündigt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube aber, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wie soll das denn eingebunden werden? Ich weiß nicht, für diese Telekinese-Kräfte vielleicht. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Freund von Final Fantasy und ich hab zwar noch nie einen Teil gespielt, okay, außer dieses My Life as a King. Ja. Ich meine, das ist jetzt kein offizieller Final Fantasy Teil, wie man den vielleicht so kennt, aber mich spricht dieses Franchise einfach nicht an. Das ist halt jedem seins. Ja. Ich akzeptiere dich immer noch, Eric. Ja, das finde ich gut. Dann als anderes Spiel, was sie auch neu enthüllt haben, ist Mini Ninja, was für Wii und Nintendo DS kommt und für andere HD-Konsolen. Das Spiel sagt mir jetzt gerade zwar gar nichts. Ich hab mal zwar eine Homepage davon gesehen. Weißt du dazu mehr, Eric? Ehrlich gesagt, ich wollte mir vor kurzem jetzt ein Video angucken dazu, aber ich hab's aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Es ist ja aber, glaube ich, ein Rollenspiel auch, ne? Irgendwie sowas und... Man muss sich, denke ich, mal einfach überraschen lassen. Das ist vielleicht ein super-duper Überraschungstitel oder nicht. Mal schauen. Ja, ich weiß, die haben es ja irgendwie fett angekündigt irgendwie. Ja, ja, also es scheint schon was dahinter zu stecken. Und wie schon eben erwähnt, was auch bald erscheint bei uns, das neue Kingdom Hearts für die Nintendo DS wird auch gezeigt von Square Enix. Ich glaube, das ist dann eins der Spiele, wo ich mich dann vorprügeln werde und alle anderen Redakteure wegschubsen werde, damit ich es spielen kann. Also Dennis, du kannst dann derweil irgendwie Gras pflücken gehen oder so. Ja, mich interessiert das sowieso nicht. Ich meine, das ist nicht viel gut. Stimmt, ja. Spiel. Naja, so als anderes Thema. Und das ist auch nicht das einzige Spiel von Square Enix, was für die Handhelds erscheint, sondern auch Dissidia wird man wieder spielen können. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch ein neues Hands-On schreibe, da ihr ja schon eins auf Pocketor finden könnt. Wenn es eine andere Demo ist, werde ich das vielleicht tun. Ja, ansonsten lest einfach das alte. Genau, wollte ich gerade erwähnen. Könnt ihr jetzt direkt machen. Oder danach, nach dem Towercast, damit ihr mehr Aufmerksamkeit habt für uns. Ja, das war das Line-Up von Square Enix. Das Rest, was sie eigentlich präsentieren, ist eigentlich jetzt nur noch für die HD-Konsolen. Genau. Und die interessieren uns ja nicht. Also. Genau. Namco Bandai zeigt auch natürlich wieder einige Spiele als einer der größten Publisher überhaupt jetzt. So wird unter anderem zum Beispiel das eben schon erwähnte neue Dragon Ball Revenge of King Piccolo zu sehen sein. Und auch ein neuer Wii Fit-Klon oder Konkurrent mit Family Trainer Extreme Challenge. Ja, da kamen ja quasi schon Teile raus. Jetzt bringt es quasi den Nachfolger raus. Ja, genau. Was das Endeffekt sein wird, werden wir ja dort sehen. Genau. Und Matten-Action. Ja. Geht's voll ab. Und dann auch der zweite Teil von One Piece Unlimited Cruise wird anspielbar sein für die ganzen One Piece-Fans.
Und natürlich für die Rollenspielfans das lang ersehnte Tales of Symphonia Dawn of a New World. Ja, ich denke mal, du und Pascal werden sich da auch durchprügeln. Ja, das sind so die zwei Spiele, wo wir uns, wo vor allem ich mich als großer Fan von One Piece nach vorne schlagen werde. Ich muss mir irgendwas zum Prügeln mitnehmen. Mal schauen, ob ich einen großen Baseballschläger oder so. Irgendwas werde ich schon finden. Ja, Wheeler interessiert sich auch sehr groß für Tales of Symphonia 2. Ja, dann schicke ich ihn vor und er soll mir einen Platz reservieren. Also Wheeler, wenn du das jetzt hörst, du kennst jetzt deine Aufgabe, kriegst dann auch einen Keks und dann sind wir alle glücklich. So, das war's dann auch schon mit dem Line-Up von deinem Gobanda. Weiß jetzt nicht, ob sie noch ein paar Nintendo DS-Spiele oder so haben. Wahrscheinlich schon, aber also, die haben wir noch keine Informations drüber. Ich habe sehr gut Kontakt mit Namco Bandai, zumindest mit der jeweiligen PR-Agentur, und die meinten zu mir, dass sie auch einen Dragon Ball Teil von DS zeigen werden. Ach so, okay. Was da sein wird, bestimmt wurde das schon angekündigt, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Und außerdem soll es von Bandai Namco noch eine große und exklusive, super mega geheime Ankündigung zu einem wahrscheinlich neuen Spiel geben. Was das sein wird, dürfen wir alle gespannt sein. Hoffen wir einfach mal, dass es für Wii oder DS oder PSP oder dergleichen erscheinen wird. Ja, ich denke mal, egal, ich denke nichts. Du denkst nichts, du kannst nicht denken. So, dann das war's jetzt mit dem Line-Up von Namco Bandai Partners. Und jetzt kommen wir zum Line-Up von Ubisoft. Genau. Die präsentieren auf der Gamescom Red Steel 2. Ob das jetzt nur für die Presse oder auch für den Konsumenten gezeigt wird, werden wir sehen. Aber ich denke mal, es wird auch für die Consumer anspielbar sein. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ja, aber ich fände es natürlich für die Besucher echt gut, wenn ihr es auch anspielen könnten. Vor allem soll es ja auch noch dieses Jahr erscheinen, wenn ich es richtig entnehme. Nein, es wurde letztens in einer News erwähnt, dass der Titel auf 2010 verschoben wurde. Puh, dann habe ich das wahrscheinlich einfach übersehen. Es tut mir leid. Daniel, ich weiß, du gibst dir viel Mühe und ich übersehe es einfach. Es tut mir leid. Ja, gut. Das ist natürlich, irgendwie verschieben alle momentan ihre Spiele. Die News habe ich damals gebracht, das weiß ich noch. Oh mein Gott, dann tut es mir noch mehr leid, Dennis. Ich knie virtuell vor dir nieder. Huldige mich. Ja, also Red Steel 2, dann sollten sie es erst recht meiner Meinung nach präsentieren. Sonst wäre es eine Frechheit. Ja, so. Ich denk mal, die Chance wird sich nicht entgehen lassen. Ja. Dann wollen sie noch Rebels Go Home zeigen. Das ist quasi das erste Spiel mit dem ersten exklusiven Auftritt von Rebels ohne Minispieleinlagen. Oh ja, darauf freue ich mich. Ich finde, auch wenn ich finde, dass hätte echt gerne mal wieder ein richtiges, normales Rayman. Auch mit den Hasen, weil die Hasen sind verdammt cool. Ich liebe die Hasen. Ich habe sogar eine Figur von denen. Aber ich hätte halt schon lieber ein richtiges Rayman wieder. Ich liebe Rayman. Von daher. Naja. Der zweite Teil war am besten, fand ich. Ja. Der erste Teil war aber auch nicht schlecht, der 2D-Teil. Tja. Na gut, da ist jetzt aber, das ist jetzt nicht Thema des Ganzen. Genau. Und für alle Fußballfans zeigt Ubisoft dann auch noch Academy of Champions. Die Mischung aus Fußball und. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Tut mir leid, Erik. Ja, passt schon. Also, die Mischung aus Fußball und Harry Potter, genau, das war's. Zumindest, wenn man sich die Trailer und die Berichte bisher so anschaut, scheint es ja schon ein recht guter Titel zu sein, der auf uns da wartet. Ich bin gespannt, bin kein großer Fußballfan, aber das sah relativ interessant aus. Genau, und natürlich haben wir zu den drei Titeln auch schon Hands-On, weil Daniel hat sich eines Tages mal gedacht, ey, geh mal zu Ubisoft nach Düsseldorf und spiel mal diese Titel an. Yay. Das wurde mir ja eingeladen. Natürlich. Aber ein Hands-On-Bericht dazu ist schon dazu verfügbar. Ob nochmal eins folgen wird, werden wir ja sehen, wenn eine neue Demo gezeigt wird auf der Gamescom. Aber ich bezweifle es. Ja, ich denke auch eher nicht. Ja. Da sind die zu faul zu. Ja, Gamescom. Ist doch nur Gamescom. Genau, ist doch nur die Gamescom, Mann. Ist doch irgendeine komische Messe da. Genau, in Köln, irgendwie so eine Schwulenstadt. Genau. Ja, kommen wir jetzt zu dem Line-Up von Bethesda, irgendwie so. Die zeigen für die Wii Medieval Games, ein Spiel, was im Mittelalter angelegt ist, in welchem ihr gegen gefährliche, riesige Drachen kämpfen müsst und in großen Turnieren gegenseitig euch die Helme vom Leib prügeln müsst. Klingt imposant, sieht noch nicht ganz so imposant aus, aber wir lassen uns überraschen.
Vielleicht wird es ja nur ein WiiWare-Titel, wer weiß. Das kann natürlich sein. Oder dann, ein Titel für den N64. Genau. Vielleicht hat man sich ja bei Bethesda jetzt entschieden, nochmal den N64 zu unterstützen. Fände ich persönlich ziemlich cool. Bloß, aber wenn das bringt, bloß ob das Modul dann wieder 1000 Euro kostet, naja. Naja, dann würde ich das Geld allerdings nicht dafür ausgeben. Genau. Dann ein weiteres Spiel, was Bethesda zeigen wird, ist Wispin. Hierbei handelt es sich um einen Racer. Mehr weiß ich ja jetzt noch nicht dazu, aber ein Hands-on-Bericht wird dazu natürlich folgen. Genau. So, das war es dann auch schon mit dem Line-Up von Bethesda. Es gibt noch ein bisschen Spiele für andere Konsolen, aber die interessieren uns jetzt nicht. Ja, dann noch kurz was in die Hardware-Ecke. Auch Snakebite oder Sunflex zeigen ihre Hardware-Zubehör, Teile auf der Geräte, ihr Zeug. Peripherie. Ich meine Plastik, wir wollen brauchen Plastik. Man kann nie genug Plastik zu Hause haben. Genau. Und da habe ich quasi von meinem Kontakt auch eine Pressemitteilung bekommen. Die werden für die Wii ein Need for Speed Wheel zeigen. Was das am Ende sein wird, kann das sein, dass es ein richtiges Lenkrad wird oder ob das jetzt nur Plastik wird, wie das Wii Wheel. Das bin ich mal gespannt, werden wir sehen. Ja, auf jeden Fall sind Erik, Daniel und ich da, wir haben quasi einen Termin mit denen ausgemacht und werden auch die Zubehörteile testen. Wir werden das direkt komplett unter die Lupe nehmen. Mhm. Und was sie noch zeigen werden, ist eine Premium Remote XS Plus. Darauf bin ich sehr gespannt, weil da ist das Freemotion Plus schon integriert. Und wäre natürlich cool, wenn man sowas dann auch hat. Da muss man sich immer rein und raus stöpseln. Genau, und aber ob das genauso funzt, werden wir ja bestimmt dort sehen, bei einem Runde Resports Resort. Und ob es auch kompatibel mit den alten Spielen ist, das würde mich mal interessieren. Wenn es dann Remotion Plus schon direkt dran ist, oder stört das bei den neuen Spielen? Ich weiß das gar nicht. Also, wenn man so Remotion Plus jetzt an die Remote dran lässt und dann zum Beispiel Super Mario Galaxy spielt, dann stört das nicht. Oder ach so, also dann Resports. Okay, na gut. Okay. Der nutzt quasi die weiteren Sensoren nicht. Okay, gut. Wieder was gelernt. Dann zeigen sie den Premium Motion XS. Hierbei handelt es sich um einen Wireless Nunchuck. Was ziemlich cool ist, weil ich brauche echt mal was, womit ich nicht immer so einen Kabelsalat habe. Zum Beispiel, wenn man jetzt Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen spielt, kommt man da ganz schön. Da kommt einem das Kabel sehr in die Quere. Ja, ich habe auf. Ich weiß nicht, mal schauen. Dann wollen sie noch ein Motion Plus Plus Leaf zeigen. Also, ich denke mal, ein eigenes Motion Plus. Was das Leaf sein wird, weiß ich jetzt selber noch nicht. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich so eine, da das ja Sleeve heißt, ja, ist sowas ähnliches wie Hülle, wird vielleicht einfach eine Hülle für Wii Motion Plus sein, dass man die dann nicht einfach nur rumliegen hat, dass man das dann quasi separat noch extra sich irgendwo hinlegen kann und dann begutachten kann, vielleicht noch einen Rahmen drumherum ziehen und einen Altar bauen und groß Snakebite drüber schreiben kann und da dem jeden Tag den Motion Plus huldigen kann. Das wäre eine gute Idee. Ja, das würde ich auch tun. Ja, und dann zeigt man bei Snakebite noch für Nintendo DSi und PSP jeweils ein Need for Speed Starter Pack. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ob das jetzt ein Case in Design mit Need for Speed sein wird oder ob uns da ein Auto geschenkt wird, werden wir sehen. Und natürlich das Beste zum Schluss, denn jetzt kommen wir zum Line-Up von Nintendo. So wird Nintendo zum Beispiel das neue Wii Fit Plus präsentieren, was Dennis ja auch schon anspielen durfte. Weiß ja nicht, ob der Dennis das dann gerne nochmal spielen möchte. Nein. War es so schlimm, Dennis Sport zu machen? Das sind einfach nur ein paar neue Sachen drin. Das ist eigentlich, so wenn das zum Vollpreis rauskommt, dann nein, Nintendo. Ich sag nichts dazu. Ich liebe Nintendo. Ich mag euch alle. Genau. Wir lieben euch. So, und natürlich wird auch das neue Super Mario Bros. Für die Wii quasi die erweiterte Version oder der neue Teil der New Super Mario Bros. Reihe für die Wii erscheinen. Anzeigen. Ja, die zeigen das nicht ohne Grund. Der Titel wird zum Weihnachten erscheinen. Da sind viele Familien auf der Gamescom. Besonders, weil der Stand von Nintendo im Lifestyle-Bereich ist. Ich bin ja froh, dass es dieses Jahr überhaupt einen Stand von Nintendo gibt. Ja, aber ich denke mal, der Titel ist einfach nur für Familien ausgerichtet, wenn man zu viert spielt, aber der Titel ist trotzdem nicht schlecht. Der DS-Teil war zwar sehr leicht, aber der Wii-Teil wird ein bisschen schwerer.
Ja, hoffen wir es mal. Ich habe den DS-Teil ganz ehrlich gesagt nie gespielt. Da schäme ich mich auch ein bisschen für. Auf der Gamescom kannst du mal anspielen. Ich nehme es mit. Ich muss Pascal sowieso wieder geben. Okay. So, und dann wird Nintendo auch das schon erschienene Wii Sports Resort zeigen, um halt noch mehr Käufer zu werben, natürlich. Ja, das ist klar. Ich denke mal, sogar Wii Sports Resort wird den meisten Teil der Messe, also was der Messestand von Nintendo, einnehmen. Ja, ich denke auch. Das haben sie schon genug da. Das kann man dann auch genug zeigen. Worauf ich mich als Handheld-Fetischist sehr freue, ist The Legend of Zelda Spirit Tracks, dass ich das endlich auch mal hoffentlich selbst anspielen kann. Auch weil ich ein bisschen skeptisch bin mit der ganzen Zuggeschichte. Wobei ja, wer hatte das angespielt gehabt? Ich habe das angespielt. Du hast das sogar angespielt gehabt, genau. Ja, sogar gar nicht mal so negativ von berichtet hattest. Ja, also die Dungeons sind weiterhin noch alle vorhanden, wie also typisch Zelda halt, ne? Wie Phantom Hourglass. Bloß draußen fährst du halt nur mit dem Zug und musst auch, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr richtig erinnern. Ne? Ich glaube, du kannst auch sogar Strecken selber bauen. Das ist natürlich gut. Ich fand's halt, ich mochte Phantom Hourglass sehr. Das mit dem Schiff rumfahren und so war verdammt cool. Was mich wirklich gestört hat, war dieses Backtracking immer wieder in den Tempel da rein und das hat das komplette Spiel kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Das war so ein richtiges, einfach Zeitschinden. Aber naja. Ja, was auf jeden Fall Nintendo noch für ein DS zeigen wird, ist Mario und Luigi, Bowser's Inside Story. Gibt's da schon einen Europa-Termin? Ja, ich glaube, der Titel wird so im Herbst des Jahres erscheinen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Also ungefähr im Herbst. Wenn ich mich richtig erinnere, erscheint das dieses Jahr, es erscheint sogar fast zeitgleich mit den USA. Aber einen ganz genauen Termin gibt's leider noch nicht. Ja, ich denke schon, dass dieses Jahr noch erscheinen wird, oder dass sogar auf der Gamescom sogar einen genauen Termin bekannt geben. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil Nintendo ist ja nicht nur da, um Spiele zu zeigen. Die werden auch bestimmt Ankündigungen machen, so einen Terminbereich für Europa. Ob die jetzt ein neues Spiel enthüllen, naja, das bezweifle glaub ich. Glaube ich eher nicht. Dann? So, und dann noch etwas, was den Daniel sehr freuen wird. Nämlich wird es den zweiten Teil von der Professor Layton-Reihe geben. Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ich glaube, da wird er sich wahrscheinlich draufstürzen wie ein Bekloppter und nicht mehr weggehen von. Für 8 Stunden. Auch bereits erschienene Spiele sind schon werden da noch gezeigt. Zum Beispiel das Flipnote Studio für dieses Eyewear wird nochmal gezeigt. Dann auch das, ich denke mal, fast das meistverkaufte DS-Spiel ever, Gehirnschoggin von Dr. Kawashima. Ja, sicherlich auch. Oder für die Wii Big Brain Academy. Gab es zumindest vor 2 Jahren auch auf dem Nintendo Stand. Das ist bestimmt nicht das meistverkaufte Spiel der Wii. Nein, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass es das auch geben wird. Wenn nicht, dann finde ich es nicht schlimm. Ja, auch Mario Kart DS wird noch gezeigt für DS. Dann der erste Teil von Professor Layton und Rhythm Paradise. Genau, das, was ich auch mal sehr gerne anspielen werde. Gut. Das war es dann eigentlich auch schon mit den ganzen Game. Aber man sollte noch was erwähnen von Nintendo aus. Denn die Besucher haben die Chance, DS-Software zu testen. Man muss quasi zu einem Mitarbeiter gehen, beim Nintendo-Stand und dann halt nachfragen, wie diesen T-Shirt. Dann bekommt man ein DSi plus einem Spiel ausgeliehen und dann kann man das Spiel ein bisschen testen. Dann muss man vielleicht dem Mitarbeiter seine Meinung sagen. Ich weiß gerade selber nicht, wie das so ist. Und dann bekommt man auf jeden Fall ein T-Shirt geschenkt, wo dann draufsteht Nintendo DSi Game Tester. Ja, genau so ungefähr ist es. Also ich habe das schon mal gemacht gehabt. So blöd wie es klingt, die Meinung interessiert die nicht unbedingt. Nicht alle zumindest. Einmal wurde ich gefragt, ein anderes Mal hat man mir den DS einfach wieder abgenommen und ich durfte gehen. Aber ich denke schon, dass es so ungefähr so ablaufen wird. Vielleicht gibt es auch dieses Mal so eine Art Formular, was man dann ausfüllen muss. Wäre zumindest sinnvoll. Oder man muss die E-Mail bekannt geben, dann bekommt man wieder so eine Umfrage von Nintendo.de. Ja, oder sowas. Besitzen Sie eine andere Konsole als die Wii? Wenn ja, sterben Sie bitte. Gut, das war es jetzt aber endgültig mit den Gamescon-News. Weitere Gamescon-Sachen werdet ihr dann von uns hören, wenn wir wieder da sind. Na klar, und wir werden natürlich auch nach der Gamescom einen dritten Towercast rausbringen. Das Thema können wir euch jetzt schon sagen. Gamesconvention versus Gamescom. Da wollen wir quasi ein Fazit ziehen, ob jetzt die neue Messe in Köln quasi die alte Gamesconvention jetzt wirklich gerecht wird, ob es jetzt ablösen kann quasi. Und was halt die Vorteile jetzt der Messe sind oder die Nachteile der Messen. Und das wollen wir euch dann alles in diesem Podcast dann erklären. Richtig.
oder ob es total Müll war. So, und jetzt können wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie, was ihr schon immer über Videospiele wissen solltet. Und zwar habe ich euch diesmal wieder etwas zu Zelda rausgefunden. Ich hoffe, da ist mir jetzt nicht der ein oder andere böse darüber. Und zwar geht es diesmal um Ocarina of Time für den Nintendo 64. Und zwar, wenn ihr da relativ am Anfang, müsst ihr ja dann in das Schloss Hyrule schleichen und euch mit der kleinen Prinzessin Zelda treffen. Und am besten solltet ihr mal, nachdem ihr mit ihr ein kleines Plauderchen gehalten habt, mal in die Fenster schauen, die ihr da seht. Denn dort könnt ihr dann Fotos bzw. Bilder von Mario, Yoshi und ich glaube Peach sehen. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Und ich frage mich, wer findet sowas? Ich meine, wer läuft da rum und guckt in die Fenster? Ich persönlich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Ich denke mal, dass da jemand ein bisschen mit einem Emulator rumgespielt hat. Voll illegal. Aber so Leute gibt's halt. Ja. Und vielleicht irgendwie was programmiert hat von wegen unsichtbare Wände oder so. Oder andere Räume, wo er reinschauen kann, hat das vielleicht zufällig entdeckt. Und ja, aber es ist ja so, dass man kann ja wirklich direkt ins Fenster reingucken und sieht es ja. Also, aber ja, vielleicht gibt es auch wirklich jemand da draußen, der die ganze Zeit rumläuft und den Videospielen in den Fenster reinguckt. Das kann vielleicht sein. Ja. Naja, und dann in Ocarina of Time, um noch so einen ganz kleinen Zusatz, gibt es auch noch eine Mario-Anspielung. Und zwar die kleine Marlon auf der Lon-Lon-Farm hat ein schönes weißes Kleid an und ein Halstuch um. Und dieses Halstuch wird gehalten von einer grimmisch guckenden Bowser-Brosche, was man aber nicht so ganz erkennt, als ein bisschen undeutlich gemacht ist, aber man erkennt, dass es Bowser sein soll. Ansonsten schaut man sich einfach mal ein paar Artworks von Malern im Internet an und dann sieht man, dass es Bowser ist. Ja, danke, Erik. Das war ja wirklich wieder sehr interessant, was du über Zelda preisgegeben hast. Und nächstes Mal werde ich ein Thema vorbereiten, was auch mal eigentlich überfällig ist. Genau, fauler plus, Hund. Plus das ganze Konzeptbearbeitung, bla bla bla, ist das irgendwie in Vergessenheit geraten. Aber das wird schon. Genau. Dann kommen wir aber auch zum nächsten Thema, nach dem Jingle. Das ist Fragen der Community. Da wir ja, wie schon erwähnt, diesmal nicht ganz so viel Zeit, da das Ganze ein spontaner Towercast ist, konnten wir euch jetzt natürlich nicht darum bitten, uns eure Fragen zu schicken oder ähnliches. Und darum dachte ich mir einfach mal, fragst du einfach mal einen User, und zwar habe ich diesmal den Schütti gefragt, ob der vielleicht ein paar Fragen hat. Das war jetzt ein Satz mit sehr viel Fragen als Wort in diesem Satz. Und kommen wir doch einfach mal zu den Fragen. Und zwar fragte der gute Schütti mich, ob wir mit der Entwicklung unserer Seite zufrieden sind. Dennis, bist du zufrieden? Na klar, also natürlich muss ich jetzt dann in wir sagen. Ich kann ja nicht sagen ich. Also ich denke mal auch mit du, Erik, und der Holger und der Daniel und der Pascal und der Christian und die Janine und so weiter sind natürlich alle mit der Entwicklung unserer Seite total zufrieden. Was wir wirklich in den 2 Jahren auf den Beinen gestellt haben, ist einfach unglaublich. Eine große Community mittlerweile mit vielen, vielen aktiven Usern. Und das Forum platzt auch aus allen Nähten. Wir sind echt zufrieden, was daraus geworden ist. Ja, also ich finde es auch. Ich meine, ich bin jetzt seit gut 1,5 Jahren dabei, habe ein bisschen mit Entwicklung mitbekommen und ich muss schon sagen, es ist echt verdammt beeindruckend, was so alles passiert ist mit WeTower. Und vor allem finde ich es sehr schön, dass ich daran mittlerweile dran teilnehmen kann und helfen kann, dass sich WeTower noch weiterentwickelt. Ja, und wir werden auch schauen, weil das ist ja momentan nicht das Beste, was wir jetzt hier haben, ist natürlich, wird das noch alles weiter wachsen. Genau. Aber alles werden wir euch jetzt natürlich nicht erzählen, denn das ist noch alles super geheim. Intern. Und wenn das jemand wissen sollte, der muss leider erschossen werden. Richtig. Also meldet euch bei uns, wenn ihr wisst, was noch weiter passiert. Dann kommen wir vorbei mit unseren russischen Freunden. Und dann werden wir euch ein paar neue Schuhe verpassen. Genau. Keine Chucks und keine Vans. Nein. Ich denke, die meisten wissen, was wir meinen. Nun gut. Dann fragte mich Schütti noch, ob wir nach der Wii, also wenn Nintendo eine neue Konsole rausbringt, die Seite denn noch weiterführen möchten. Dennis, ist dem so? Möchten wir das? Nein, ich muss ja sagen, wir sind total gestresst mit unserem Job. Ja.
Und ja, ich habe auch mittlerweile schon keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, und immer diese Crap-Spiele spielen. Ich will lieber hier mal eine Xbox haben oder ja, oder eine PS3, weißt du? Ich bin dafür, machen PS3-Tower oder sowas. Ja, das ist viel besser. Mit Christian Hardcore-Game, richtig full HD-Action und so. Ja, voll krass, Mann. Nein, also ganz im Ernst. Ich denke mal schon, dass wir nach der Wii vielleicht noch weitermachen. Nicht denken, wir machen das natürlich weiter. Ja, klar. Ja, werdet uns so schnell nicht los, sagen wir es mal so. Ja, die Konkurrenzseiten müssen immer noch leiden, deswegen. Müssen auch noch wegen uns sterben. Okay. Okay, jetzt übertreiben wir wieder ein bisschen. Typisch Erik und Dennis. Und somit hätten wir wieder jemanden gebasht. Nintendo ist online. Mensch, Dennis, du musst echt was gegen deinen Husten tun. Ja. Nun gut. Und dann noch eine letzte Frage. Sind wir stolz auf unser Projekt? Ja, klar. Ja, klar. Gut. Das war's auch schon mit unseren Fragen und Antworten. Community. Das nächste Mal werden wir natürlich vorher den Towercast ein bisschen ankündigen, beziehungsweise euch dann Fragen stellen. Und ja, gut. Wir werden jetzt bald ein Fragen-Thread eröffnen, wo ihr dann eure Fragen an uns richten könnt. Genau. So. Dann spielen wir quasi für euch vielleicht den Seelensorger oder so. Genau, also auch wenn ihr Probleme habt, psychische Probleme, könnt ihr uns melden. Ja. Wir helfen euch immer. Oder falls ihr Flirt-Tipps braucht, dann helfen wir euch natürlich. Ja, Dr. Sommer Erik macht das bestimmt. Genau. Also, falls ihr wissen wollt, ob vom Küssen schwanger wird, dann sagen wir euch ja und dann passt das schon. Dann seht ihr die Welt mit anderen Augen. Richtig. Wir haben die knallharten Fakten auf den Tisch hier liegen. Genau. So. Gut, das war es jetzt mit den Fragen der Community und jetzt kommen wir zu den internen Ankündigungen von vtau.de und pocketau.de. Wir wollen natürlich auf der Gamescom nicht bloß zocken, also schon, aber ab und zu muss man als Mensch leider auch was essen. Und da dachten wir uns, wenn wir dann so in der Redaktion alleine essen, ist das so uncool, weil dann machen wir wieder eine Essensschlacht und hassen uns. Und da dachten wir, laden wir doch lieber euch ein und machen mit euch eine Essensschlacht, beziehungsweise gehen mit euch gemütlich essen. Dann abends wollen wir Samstagabend uns 19 Uhr vom Messeeingang treffen und dann gemeinsam zu einem Restaurant, und zwar zu einer Pizzeria, mit euch laufen, gemütlich schwatzen, ein bisschen essen, diskutieren über verschiedene Spiele, Vitao, Ravioli, die Raviolis sind auch dabei. Also, es wird voll... Zelda-Europe.de auch. Ja, da ist noch jemand von Zelda-Europe.de dabei. Die Inhaberin, soweit ich informiert bin. Genau. Und... ja, falls ihr dann allerdings nicht mit am Treffpunkt sein könnt, sondern jetzt aus irgendwelchen Gründen erst später Zeit habt, aber trotzdem mit teilnehmen wollt, müsst ihr einfach im Vitao-Forum einfach mal in den Thread Community Essen verbindliche Teilnahme schauen. Da habt ihr dann auch mal die Adresse und eine Wegbeschreibung, wie ihr da hinkommt. Und dann könnt ihr euch dann uns nochmal anschließen, dann im Nachhinein. Genau, Pascal hat ja für euch eine schöne Wegbeschreibung mit einem fetten Stift gemacht. Blauen Stift und ich denke mal, ihr findet es schon dahin. Genau, wir werden das schon hinkriegen. Genau, und wenn es jemand nicht findet, ruft einfach ganz laut, ich bin ein Vitao-User, holt mich hier raus. Wir müssen auch noch schauen, wie wir uns dann vom Messeeingang erkenntlich machen, aber ich denke mal, es wird nicht allzu schwer. Sucht einfach nach zwei Emos, die Vitao-Shirts anhaben und dann passt das schon. Genau, oder wir wollten sowieso vielleicht zwei Stangen holen, da wollten wir ein Vitao-T-Shirt opfern von Pascal und dann... Genau, damit Pascal dann oben ohne stehen muss. Genau. Und so ein sexy Buddy. Ich weiß jetzt nicht, ob Pascal ein sexy Buddy hat, aber wenn du das weißt, dann ist das gut. Ich weiß doch auch nicht. Okay, das war's mit dem Community-Essen. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch mal in Real Life zu sehen. Und mal schauen, ich nehme auf jeden Fall mal Nintendo DS mit und dann können wir vielleicht mal alle eine Runde gemütlich Mario Kart zocken. Genau, oder wer eine PSP hat, kann ja dann die auch mitbringen. Vielleicht findet man ja ein Spiel, was man gemeinsam hat. Scheiße, PSP ist Mist. Ja. Der okay. Dennis, der wird dann nachher übrigens auf der Gamescon von mir nochmal vor allem so richtig vermöbelt. Also, ihr könnt auch Wetten abschließen, wer gewinnt. Aber das ist dann, apropos Wetten.
Oh, was war denn das für ein wunderbares Stichwort, das ich dir gerade eben gegeben habe? Wetten! Denn wir haben im VTower-Forum quasi ein Voting eröffnet, wer am meisten auf der Gamescom das neu laufen wird. Und das werden wir quasi Holger, Daniel, Pascal und ich und vielleicht auch Erik. Wenn ich noch was finde, womit ich meine Schritte zählen kann. Genau. Werden anhand von Laufrhythmus DS unsere Schritte zählen. Und ihr habt noch Zeit bis zum 17. August. Also eigentlich bis, ja, das ist Montag, oder? Nee, Dienstag. Oh, Montag. Okay, bis Montag noch Zeit zu voten. Weil es bis dahin der Podcast schon erschien und es ist ja gerade zu spät und seid total traurig. Aber hey, keine Sorge, denn ich führe momentan sowieso sehr stark. Und ja, was dann vielleicht der Gewinner von uns von Redakteuren bekommen wird, werden wir mal sehen. Wissen selber nicht das System genau dahinter, aber hey, das macht Spaß. Genau. Und Dennis, ihr könnt es auch hinbekommen, Dennis in seinen Schritten extrem hochzujagen, indem ihr ihn sucht und jagt. Denn wir haben noch ein kleines Gewinnspiel sozusagen uns ausgedacht. Ja. Dennis, erzähl doch was drüber. Tja, ich habe hier zufällig noch ein verpacktes, original verpacktes Harry Potter und der Halbblutprinz hier rumliegen für die Wii. Und da habe ich mir gedacht, ach komm Dennis, anstatt hier so ein langweiliges Gewinnspiel mit einer Frage zu machen, machst du hier mal eine kleine Suchaktion. Denn wer mich auf der Gamescom quasi findet und mich anspricht, kriegt das Spiel von mir in die Hand gedrückt. Nur wenn das mal nicht ein einfach verdientes Spiel ist. Ja, aber gut, es bitte nicht schwer werden. Ja? Aber bitte nicht traurig sein, wenn jemand schon das Spiel dann hat und jemand kommt dann zu mir und sagt, hey, krieg ich das Spiel? Und dann habe ich leider keins mehr oder nicht mehr. Genau. Vielleicht, ich habe jetzt, glaube ich, noch einen kleinen Trostpreis rumliegen. Ich habe auch noch einen Trostpreis. Genau, lassen wir uns noch ein, zwei Trostpreise einfallen. Aber wir können leider nicht für jeden einen Trostpreis haben, deswegen nicht weinend vor uns zusammenbrechen. Falls doch, dann gehen wir einfach weg. und sagen bye, tschüss. Ja, tschüss, mach es gut, schwenkt die Hut. Aber ihr könnt ja von uns vielleicht noch ein Autogramm haben, genau. Oder wenn ihr wollt. Autogramme gibt es jeden Tag von 4 bis 5 oder irgendwie genau. So. Bei uns im VTower stand Halle 5, stand B10. Genau. Aber auch generell, wenn ihr uns irgendwie sehen solltet auf der Messe, schmeißt uns was an den Kopf oder so oder sagt Hallo. Wir sind immer offen dafür, außer wenn wir jetzt gerade zu einem Termin müssen oder so. Genau, wir müssen gerade drin rennen und dann sagt er, hey Dennis, warte. Und dann hält er mich fest und dann muss ich ihm leider den Arm brechen, weil ich hin muss. Ja, oder irgendwie sowas. Der Dennis, der ist da ziemlich rigoros, der bricht euch einfach den Arm. Genau. er bricht dich auch selber gerne den Arm. Das habe ich auch mal gemacht. Ja, nun gut. Ja, und was noch bei VTower.de passieren wird, im Herbst oder Winter wird auf jeden Fall das Update 4.2 für VTower erscheinen. Wir können euch bis jetzt sagen, dass das so eine Art, ja, kleines VZ für VTower wird. Also so eine schon eine gute Community-Einbindung. Ja, was ja besonders wichtig ist und worauf wir ja sehr viel Wert legen. Ja, aber so ausführlich wie VZ wird das jetzt nicht. Aber nein, also wir machen jetzt kein VTower-VZ oder Tower-VZ. Also es ist jetzt mal so ein kleines Beispiel, um es euch vielleicht so ein bisschen näher zu bringen. Es wird noch mehr, ein größerer Aspekt auf die Community gelegt. Genau, und weitere Funktionen wird euch Holger noch in den Redaktionsblöcken bekannt geben oder vielleicht in einen zukünftigen Towercast noch. Genau. Tja. Ja. Ansonsten war es das eigentlich mit internen Ankündigungen. Wir sind halt voll langweilig. Nein, Quatsch, aber das Wichtigste ist gesagt und nach der Gamescom ist ja dann auch noch. Und auf der Messe werden wir dann auch nochmal intern ein bisschen bequatschen, was wir so machen werden in nächster Zeit. Aber das erzählen wir euch jetzt nicht. Nee. So, das war's dann mit den internen Ankündigungen. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, mit der Fun-Rubrik, was wir gespielt und erlebt haben. Ui. Na, Erik, was hast du denn so die letzten Wochen oder Monate oder Jahre gespielt und erlebt? Also, ich war ja größtenteils gar nicht da im VTower-Forum und so, weil ich ziemlich mit meiner Freundin zusammen war jetzt. Und
damit ich nicht die ganze Zeit von ihr genervt werde, habe ich mich natürlich auch viel vor die Konsole gesetzt oder so und habe dann unter anderem Star Ocean für die Xbox 360 gespielt. Verdammt cooles RPG. Ich habe auf der langen Autofahrt nach NRW Burnout gespielt und ein bisschen Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Zeit. Was habe ich noch gespielt? Ich habe mir jetzt Star Ocean für die PSP gekauft. Das bin ich momentan auch fleißig am Zocken. Und ich muss ehrlich zugeben, mir ist aufgefallen, dass ich für die Wii in letzter Zeit gar nichts gespielt habe. Was mich ein bisschen traurig macht. Aber ich kann es leider nicht ändern. Und das dürfte es so in etwa gewesen sein. Ansonsten war ich schwimmen. Es war ja gutes Wetter. Und für ziemlich viel rumgegammelt. Es waren ja Ferien. Und was hast du so gemacht? Was hast du so gespielt? Was hast du so erlebt, Dennis? In dieser Zeit, Ich hab als ich Angst. nicht da war. Ja, ich hab tagelang nach dir getrauert, weil du nicht Oh mehr da ja, ich war ja warst nicht da und und ich war sehr traurig. ja, also er hat mir jeden Tag eine SMS geschrieben, wie sehr er mich vermisst I und miss you, dass darling. er ohne mich nicht einschlafen kann und all sowas, aber ja. Ich hatte sogar jeden Abend mein Nachtlicht an, weil ich Angst hatte, dass ich verfolgt werde. Und somit werden die Gerüchte, Dennis und Erik sind ein schwules Pärchen, wieder geschürt. Okay, was habe ich gespielt? Also gespielt habe ich Harry Potter und der Halbblutprinz. Der Test ist mittlerweile schon auf Vitor.de erschienen. Ganze 52% hat das Spiel abgesahnt. Wenn das nicht mal ein Hit ist. Ja, immerhin. Könnte schlimmer kommen. Ja, naja, das Spiel fehlt wirklich nur an Abwechslung. Das ist wirklich nur eine Oberwelt mit drei Minispielen. Mehr nicht. Ja, na gut, ich kann es nicht bezeugen. Ich habe einmal ein Harry Potter Spiel angespielt im Saturn auf der Xbox 360. Es war ganz lustig, da konnte man die Bänke so rumschweben lassen und dann habe ich immer den anderen Schülern die Bank an den Kopf geworfen. Geht das auch in der Wii-Version? Nein. Das macht das Spiel schlecht. Genau. Sonst hätte es mindestens 40% mehr bekommen. Eindeutig schlecht. Dann, was ich momentan noch zocke, ist Mushroom Man für die Wii. Der Test wird dann noch vor der Gamescom veröffentlicht. Ich muss, Druck. Ja, dann mach mal, ne? Gleich direkt jetzt hier nach dem TowerCast, der übrigens nachts um 2 aufgenommen wird. Genau. Muss er sich jetzt nochmal ransetzen, sonst kracht's. Wir haben echt Red Bull getrunken und Kaffee und so Ja, Zeug. ich gebe mir auch alle 5 Minuten einen Elektroschock, damit ich wach bleibe. Es ist auch schon wieder Zeit, Moment. Ravioli-like Spontanität. Ja, also mehr oder weniger. Wir machen die jetzt gerade voll nach. Genau. Und wenn jetzt in Comments meint, so Ravioli-Faker und so. So ist egal. Den zeige Nein, ich also. gerne einen bestimmten Finger. So. Nein, also wir wollen, wie ja schon mal erwähnt, die Jungs von Ravioli nicht nachmachen oder so. Pff, eigentlich, nö, nö. Nö, 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 nö. So, und was ich erlebt habe, ich habe jetzt nach der Schulband, die jetzt leider jetzt für mich zu Ende ist, weil ich jetzt aus der Schule jetzt draußen bin, habe ich quasi mit einem alten Schulbandkollegen und mit zwei anderen Freunden eine neue Band gegründet namens Seatbelt, auf Deutsch Sicherheitsgurt. Sehr einfallsreich. We are Warum? Wie seid ihr saving your darauf gekommen? life. Ach so. Okay. ja, richtig cool der Name und macht doch, ja, macht hat Style. Wie seid ihr darauf gekommen? Der Vater vom Schlagzeuger hat uns quasi diesen Namen erwähnt, aber wir haben erstmal selber versucht, einen Namen zu überlegen, bloß irgendwie, weißt du, Wart da. ihr zu einfallslos? Genau. Und Tokyo Hotel gibt's ja schon. Ja, leider. Hättet ihr euch Tokyo Bordell genannt oder so? Ja, aber das wäre zu blöd gekommen. Ja, wahrscheinlich. Mal, unsere Musikrichtung ist echt toll. Wir spielen wirklich viel Punkrock, viel laute Musik, aber auch ein paar Balladen, ein paar ruhige Lieder. Ich dachte, ihr macht Schlager. Nein, Schlager jetzt nicht. Oh, okay. Tut mir leid, dann habe ich wohl was falsch verstanden. Ja. Ja, ansonsten, ich habe jetzt schon seit Anfang Juni Ferien und bis Mitte September und ich sitze wirklich nur noch zu Hause und. Meine sind vorbei. Ich muss wieder in die Schule. Oh. Ja. Naja, Aber ich bin ein ganz armes Schwein. egal, du hast ja nächste Woche wieder eine Woche frei. Naja, Du hast ja fast. frei Ich muss genommen. ja arbeiten. Ja, Gott, Arbeit, in Anführungszeichen. Hust, hust. Ja. Na gut. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dich dann auf der Gamescom zu sehen. Richtig, wir lernen uns ja dann endlich mal in Real Life kennen. Ja. Und hoffentlich auch ein paar Leute aus der Community, wie gesagt, die im Community-Essen dann teilnehmen. Und dann werden alle mitbekommen, wie unglaublich bescheuert wir sind. Wie hässlich wir Und sind. wir? Meinst jetzt du? Sei ruhig. Ja,
Ja, also lernt uns kennen, wir sind gar nicht so schlimm, wir beißen nicht, meistens zumindestens und Ich kann noch ein bisschen aggressiv werden. ja. Also wenn ihr, ich würde an eurer Stelle dem Dennis nicht widersprechen, wenn er zum Beispiel sagt, Horse Life ist cool, dann sagt ja und wenn er nein sagt, rennt. Ich würde euch das echt empfehlen. Horse Life ist So. echt ein Killer-App. Egal. Jetzt genug Schwachsinn gelabert. Miau, miau, Ich miau, würde miau, miau. sagen, das war es dann langsam. Ich bin müde. Und nach der Gamescom werden wir euch dann wieder mit unseren nervigen, unerträglichen und schlimmen Stimmen nerven. So, das war jetzt genug. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal bei unserem Towercast. Bing.